Okay. Dann würde ich sagen, starten wir online. Wenn irgendwas nicht passt, wenn ihr was nicht seht, ich drehe jetzt mal die Kamera zu mir, dass ich zu sehen bin. Dann rührt euch, meldet euch, sprecht einfach rein. Schön, dass ihr da seid. Session LernOS Hub. Ich hatte gesagt, wir haben so die Idee, weil wir feststellen, so in vielen Organisationen, es fangen an, die Leitfäden zu kursieren. Man schickt sich die per E-Mail rum, die liegen auf irgendwelchen Ablagen. Dann sind so alte Versionen. Dann brauchen Leute irgendwie Erklärung, was ist das eigentlich, wie stelle ich das an, wie finde ich meinen Circle, also was. Und daraus ist so die Idee, der Gedanke entstanden, eine Anlaufstelle in dem Intranet zu schaffen, wo man sagt, da kann ich hingehen und kann mich informieren mal. Also Simon, für Leute, du bist ja. also sehr ungleichmäßig zu hören, mal lauter, mal leiser. Aber ist es das Mikrofon oder ist es. Nee, das passt. Moment, muss man gerade Probieren wir es mal so. gucken. Warte. Nee, warte. Da ist Balsam für die Ohren. So, jetzt müsste es viel besser sein. Ja. Jetzt passt, ne? Okay. Genau, also es war so der Gedanke, so eine Anlaufstelle zu machen. Wir hatten dann bei den letzten Lost Cons, da war der Shakil von der Telekom. Das ist der das Lex macht, Learning from Experts. Ich weiß nicht, ob das jemand was sagt. Das ist so. Gibt es auf Twitter auch, ne? Die machen jeden Tag, haben die so ähnlich wie jetzt in so einem Barcamp 20, 30 Sessions und posten die. Und es ist aber ein freiwilliges Angebot, ne? Das ist kein formelles Lernangebot. Und die haben so eine schöne Intranet-Seite gebaut, wo quasi der Einstiegspunkt zum Lernen formelles und informelles Lernen nebeneinander hat. Ne? Also da komme ich irgendwie zum Thema Lernen bei der Telekom und in die eine Richtung, wenn ich abbiege, bin ich bei Weiterbildungskatalog, Kurse, all sowas, E-Learnings, Web-Based Training. Und wenn ich die andere Seite abbiege, dann gehe ich in Richtung selbstorganisiertes Lernen, Communities, an denen ich teilnehmen kann. Und das ist so auf Augenhöhe. Und das fand ich eigentlich ganz cool. Und jetzt so die Idee für diesen LernOS Hub wäre, wenn ich eh schon eine Seite habe, wo ja das formelle Lernen ist, dass man da irgendwie so einen Absprungpunkt drauf machen könnte und sagen könnte, okay, übrigens, bei uns gibt es auch viel informelle Lernangebote und das muss auch gar nicht alles LernOS sein. Es muss auch nicht so heißen, das ist nur ein Arbeitstitel. Aber wo man dann die Leute halt schickt in Richtung Communities, Wiki, hier gibt es Meetups, wir haben Selbstlernzirkel, also alles, was man sich da vorstellen kann. Und das hat er mal gezeigt in so einer Session und ich fand das eigentlich ganz schick. Und habe gesagt, es macht Sinn, mal drüber nachzudenken, wie man sowas aufbauen könnte. Also so eine Struktur sich zu überlegen, was auf die Seite drauf muss und dann ein Prototyp zu bauen, um sowas auch mal anzulegen und mal auszuprobieren. Ja, auch all die, gestern gab es da viel Diskussion, mich fragen. Leute werden dann intern gefragt, was eigentlich dieses LernOS, gibt es mal 1,5 Minuten Video, ne? Wenn wir jetzt feststellen, sowas wäre sinnvoll, da drauf zu haben, dann könnte man sowas auch mal produzieren und wenn viele das nutzen, dann lohnt sich das auch. Ne? Und dann eine Organisation erstellt vielleicht den Inhalt, die andere den, dann kann man auch das so ein bisschen teilen. Ne? Das ist so die Idee dahinter. Genau, und dann haben wir eben schon mal so überlegt und das ist auf dem Concept Board drauf, das machen wir hier mal ein bisschen größer. Also was könnte das sein? So, der Hub ist eine Webseite im Intranet einer Organisation, die, wenn ich sozusagen, wer in diesen LernOS für Organisationen Leitfaden schon mal reingespringst hat, da ist das so der Gedanke, ich brauche irgendwie eine Gruppe von Leuten, die intern diese Entwicklung in Richtung lernende Organisation treibt. Jetzt könnte man sagen, ja gut, das ist ja L&D oder Personalentwicklung oder HR. Unser Gedanke und auch wie es in dieser ISO 30401-Norm steht, ist, dass es kann nicht eine Fraktion sein, die das macht. Ne? Deswegen versuchen wir immer so ein interdisziplinäres Netzwerk auf die Beine zu stellen, wo eben IT-Vertreter drin sind, Personalvertreter, Akademie, aber vielleicht auch Strategie, Projektmanagement, Prozessmanagement. Leute aus den Fachbereichen, ganz wichtig, Leute, die Wiki-Gärtner sind. Ne? Und so ist so von den Cases jetzt, was weiß ich, Audi Zusammenarbeit 2.0 oder Siemens Healthineers Digital Together, das sind eigentlich alles solche Netzwerke, die nicht aus einer Fraktion bestehen, sondern wo eben immer mehrere Player drin sind. So, hier kommt nochmal, wenn die Tür offen ist, zieht das schön durch. Genau, dann haben wir gesagt, dieser Hub könnte quasi als so eine zentrale Anlaufstelle dienen für informelles, selbstgesteuertes Lernen, also um dem Thema eine Heimat zu geben. No, und dann kann man sich eben überlegen, dass die LernOS-Leitfäden da ein Teil davon sein können. Also, dass man sagt, da, weiß ich nicht, der Leonid ist nicht da, ne? Die machen viel mit Podcasting zum Beispiel. Wenn ich jetzt sage, Podcasting ist für mich ein Thema, aber Sketchnoting nicht, aber Wissensbewahrung mit Expert Debriefing, dass man sich da so modular
die Sachen picken kann, die man halt in der Organisation pusht. Und entweder halt mit dem Leitfaden, der da ist, ne, oder jetzt, wie es bei VW der Fall ist, da gibt es halt viele von den Tools, die im Leitfaden aufgelistet sind zum Podcasting, darf ich auf dem Rechner nicht verwenden. Ne, und dann schmeiße ich halt die raus. Und bei denen, die ich verwenden kann, steht dann da, das kannst du dir einfach in der Softwarebeschaffung klicken. Das ist kostenpflichtig, musst du da bestellen. Ja, dann kann ich das so anreichern, um die Informationen, die man halt zusätzlich braucht. Also das war mal so die Grundidee. Ja, und der Gedanke war jetzt, so Copy-Paste-Vorlagen zu erstellen. Erstmal, damit wir schnell einen Prototyp haben und weil viele Organisationen jetzt viel mit Office 365 machen, haben wir gesagt, wir versuchen das mal auf dem Office 365-Stack abzubilden. Da gab es so einen Lernzirkel, da war der Marcel auch dabei und auch Leonid, ne, wo wir uns schon mal überlegt haben, wie kann ich so Podcasting abbilden. Also wie könnte so ein Spotify aussehen auf SharePoint-Infrastruktur? Wie könnte eine einzelne Podcast-Landing-Page aussehen? Na, das soll aber jetzt nicht irgendwie eine Microsoft-Werbeveranstaltung sein, sondern die Copy-Paste-Vorlagen sollen neutral sein. Und wenn einer, was weiß ich, Adobe Experience Manager hat oder Tyco 3, dann kopiere es halt woanders hin. Ne? Aber dass man mal so ein Ding hat, was man in der Hand hat und mal zeigen kann und ausprobieren kann und nicht nur irgendwie auf dem Papier skribbelt hat. So, und da, Moment, gehen wir mal hier hin. Da hat man gesagt, wären so drei Sachen vielleicht spannend. Das eine, und das ist wahrscheinlich das Erste, woran wir uns mal machen wollen, ist eine SharePoint-Communication-Site als Landingpage. Also man wirklich mal so lange Seite hat mit allen drauf. Und die aufgebaut nach dem AIDA-Modell. Ich weiß nicht, wer das, kennt das jemand? Nicken, nicken, Kopfschütteln, Kopfschütteln. Okay, kenne ich alle. Dann springe ich da mal gerade drauf. AIDA-Modell, das kommt irgendwann aus den 80ern. So schöne Wikipedia-Seite, ist natürlich ein schönes Akronym. Also das AIDA steht für Attention, Interest, Desire und Action. Und kommt, glaube ich, eigentlich dieser Elmo oder zum Geschichtsabschnitt, das ist eigentlich ein Sales-Mensch. Also der kommt eigentlich aus dem Vertrieb. Ne? Und der hat gesagt, so, wenn wir Sachen verkaufen wollen, dann gibt es so verschiedene Phasen, ne? So Neudeutsch würde man vielleicht Touchpoints sagen, dass man sagt, wenn jemand noch gar nicht weiß, was LearnOS eigentlich ist, dann muss ich irgendwie auch was haben, was Aufmerksamkeit erzeugt. Wenn ich dann jemanden mal irgendwo habe, dann muss ich Interesse wecken. Und idealerweise, das machen dann viele mit so Trichtermodellen, dann entsteht Desire, also ich will das machen, weil ich das Gefühl habe, damit kriege ich meine Informationsflut in den Griff. Und dann vor allen Dingen auch Action, also dass dieser Übergang, jetzt mache ich auch was. Ne? Weißt du, wie euch das geht? Man liest oft Bücher, da stehen schlaue Sachen drin und dann sagt man, eigentlich müsste ich mal das und das tun. Dann liegt das Buch woanders und man macht es aber nie. Ne? Also die Leute irgendwie auch ins Tun zu bringen. Ne? Das war die Idee sozusagen, hier dieses AIDA-Modell zu verwenden. Und dann zu sagen, wir haben zusätzlich zu der Communication-Seite eine Yammer-Community. Kann dann auch was anderes sein, wenn ihr Chive habt oder irgendein anderes Community-Tool, kann das auch das sein. Aber dass man dann auch mal diese klassischen, wie kann so eine Community heißen, wie kann die Kurzbeschreibung sein und vielleicht auch Copy-Paste-Vorlagen für, was könnten die ersten 10 Posts sein? Ne? Mit, hallo, die Seite ist jetzt da, was ist das eigentlich? Warum ist das für unsere Organisation vielleicht interessant? Ne? Um da eben anzufangen, so eine Community aufzubauen. Auch da ist, wenn ihr die Dokus mal von den Conventions der letzten Jahre guckt, halt die Lex-Community bei der Telekom total cool, weil das sind, ich glaube, das ist, sind wir von der Telekom da? Du? Ich glaube, es ist die größte oder eine der größten Communities nach wie vor, ne? Ja, 20. Ja. 20. Ah ja, okay. Christoph auch da. Ah, super. Perfekt. Genau. Genau, und dann, und da kann jetzt die Sandra dann gleich nochmal reinspringen. Die hat mir nämlich mal eine Mail geschrieben. Die, ich weiß nicht, ob ihr den Peerfinder kennt vom Leonid, peerfinder.app. Das ist eine Plattform. Na, wenn ich jetzt sage, oh, ich würde gerne durch den Sketchnoting-Lernpfad laufen, aber alleine nicht, ich suche andere Leute. Kann ich mal gerade aufmachen, dann haben wir es mal gesehen. Peerfinder. App, dann kann ich da sozusagen wie auf so einem Marktplatz ein Gesuch einstellen und sagen, ich suche Leute, die mit mir zusammen den Sketchnoting-Leitfaden machen. Ich melde mich mal gerade an. Dann kann man das auch von innen sehen. Ne? Und so hatte ich zum Beispiel so ein, nach so einer Gruppe gesucht, Podcasters 365, also Menschen, die irgendwie Podcasting intern abbilden wollen auf Office 365 Infrastruktur. Ja, da sieht man dann hier, haben sich halt Leute gemeldet, der Leonid von VW, der Florian von Siemens, der Marcel, die Hanne. Ja, und
Wir haben dann sozusagen angefangen, den Circle zu machen. Man kann dann, hier innen drin so die Links anlegen zum Meetings. Man kann, wenn man jetzt einen Leitfaden folgt, den Leitfaden-Link hinpacken. Und man hat so einen ganz leichtgewichtigen Chat, ne, wo man so, keine Ahnung, wann wollen wir uns treffen? Montag, Dienstag, Mittwoch. Nächste Woche bin ich im Urlaub. Hier ist noch ein interessanter Link zu dem und dem Thema. Da kriegt man halt Leute, insbesondere für dieses Desire-Action-Übergang, ne, dass ich sage, ich will eigentlich. Und jetzt wäre es halt cool, drei Leute noch zu haben, mit denen ich in zwei Wochen loslegen kann. Das wäre sowas ganz witzig. Ja, und Sandra, wenn du magst, könntest du mal zeigen und ein bisschen erklären, wie ihr das bei euch gemacht habt. Ja, sehr gerne. Ich kann auch gerne unser SharePoint ein bisschen zeigen, weil wir genau so einen Hub aufgebaut haben, inklusive Yammer. Also gerne. Ja. Super. Alles du müsstest mir dann noch dazu sagen, weil wir ja aufzeichnen, ob wir den Teil rausschneiden sollen oder ob der drin bleiben kann. Kannst du mir auch hinterher sagen. Sage ich dir hinterher, dann weiß ich, was ich gezeigt habe. Genau. Sehr gut. Okay, prima. Ihr seht, oder? Ja, ein bisschen größer könntest du zoomen. Ja, gerne. So besser? Ja. Alles klar. Also das ist auch auf einer Communication-Site, wie wir es abgebildet haben. Also wirklich alles, wo es um Circle Learning geht, findet sich hier. Unsere Startseite, die Landingpage fürs Thema an sich, allgemeine Informationen dazu, wie das Ganze abläuft. Ich scroll einfach mal geschwind durch, dass ihr ein bisschen einen Überblick bekommt. Und wir haben dann auch die Lernpfade, manche auch nur angeteasert, die wir so noch nicht haben oder die auch die es so noch nicht gibt. Bei uns ist der Schwerpunkt aktuell auf Working Out Loud. Da haben wir jetzt auch die erste Durchführung, also begleitet durchgeführt. Wir orientieren uns da auch nicht unbedingt an AIDA, aber doch an Online-Marketing. Mechanismen, sage ich mal, und haben das auch sehr begleitet da gemacht und eine erste Iteration auch gerade letzten Monat abgeschlossen. Als nächstes kommt bei uns Getting Things Done und der Community Management Lernpfad, die kommen jetzt im August, September und Working Out Loud, die nächste Iteration kommt auch nochmal, aber trotzdem, es steht natürlich frei, dass die KollegInnen sich auch andere Dinge rauspicken können. Genau, und wir haben unten noch ein bisschen ja, Fragen, die es zum Thema einfach gibt. Dann haben wir zu den einzelnen Lernpfaden, die haben wir jetzt Skills genannt, nochmal separate Landingpages. Das heißt, wenn wir tatsächlich einen Lernpfad, wie zum Beispiel Working Out Loud, bewerben, dann verlinken wir direkt hierhin. Dann kann ich euch auch kurz zeigen, also hier gibt es dann wirklich zum Thema selber dann nochmal die Informationen, die man benötigt. Hier haben wir noch ein kleines Video drin. Auch wieder der Hinweis, zum Circle Finder, aber auch auf unsere Yammer-Community, die kann ich euch auch gleich zeigen. Und was uns auch noch wichtig war, ist, dass wir dem Ganzen auch ein Gesicht geben. Also wir haben ja KollegInnen gefragt, ob sie einfach auch sagen können, was ihre Erfahrungen damit waren, dass sie uns, dass es lebendiger wird, dass es nicht nur Woll ist oder Working Out Loud ist, sondern dass es tatsächlich auch Kollegen sind, die das gemacht haben, die ich dann auch ansprechen kann. Also auch hier das Vernetzen sehr stark zu fördern. Das haben wir übrigens auch in der gesamten Kampagne gemacht, also als wir darauf hingewiesen haben, dass wir diese Iteration starten, dass wir ein Start-Event da auch gemacht, das in Teams stattgefunden hat, also Live-Teams, wo wir auch immer wieder Stimmen von Kolleginnen eingefangen haben, um eben, wie gesagt, dem Ganzen auch ein Gesicht zu geben. Dann haben wir in dem Fall haben wir die Guides hier drinne, das sind noch die alten Guides und ja, wie gesagt, sie haben gerade letzten Monat abgeschlossen und wir haben sie dann auch dazu ermutigt, dass sie Bilder machen von diesen Erlebnissen. Das ist das zu Working Out Loud. Achso, da unten haben wir jetzt noch ein bisschen Cross-Selling zu LinkedIn-Learning-Inhalten, die passen. Genau. So Netflix-Moment. Genau. Dann weiterlernen. Genau. Und so ist es im Prinzip immer gestaltet. Also auf diesen Seiten haben wir dann den Absprung zur Yammer-Gruppe und auch zum Circle Finder. Ich kann euch gerade mal die Yammer-Gruppe zeigen. Das ist alles noch auf Woll ausgerichtet, aber auch da, wir iterieren quasi dann, je nachdem, was im Fokus ist, ist oben im Headerbild etwas anderes. Wir haben hier in den Kurzlinks. Könntest du auch ein bisschen größer zoomen, weil das, glaube ich, ja, in den natürlich. Bildschirm. Das ist so. Ja, super. Geht's? Ja. Genau. Also das ist quasi der Teil, den wir immer aktualisieren, je nachdem, was gerade ansteht. Und wir haben, weil du vorhin auch mit Posts gesprochen hast, also wir auch hier, das war eben, wie gesagt, alles begleitet. Wir haben immer geplant, welche Posts wir hier reintun, um ein bisschen die Kommunikation anzuheizen. Das hat nicht ganz so gut geklappt, wie wir es uns gewünscht hätten. Aber zumindest haben wir immer wieder Impulse reingegeben.
Und auch wenn nicht so viel Rückmeldung kommt, weiß man ja auch nicht, was es dann bei den Kolleginnen auch auslöst. Und genau, das wäre der Teil. Und wir haben dann den Circle Finder. Den haben wir auf den Seiten jeweils, aber auch ganz prominent hier oben. Und den haben wir uns auch auf Basis von SharePoint gebaut. Und zwar, letztlich ist das jetzt erstmal eine Seite auf SharePoint, wo Inhalt mit Video aus Stream drin ist. Und hier unten haben wir eine Liste, die in Kärtchen dargestellt ist. Also eben in Anlehnung an den Circle Finder, den es außen gibt. Wir wollten es auf unserer Plattform haben, dass wir da nicht irgendwie, sonst müsste man sich woanders anmelden, das ist immer ein bisschen eine Thematik. Und wir wollten auch unsere KollegInnen intern damit vernetzen, gerade auch mit Working Out Loud, wo es um die Lizenzen ging. Was wir jetzt hier gemacht haben, ist eigentlich eine Liste auf SharePoint. Das sieht eigentlich so aus. Aber wie gesagt, in der Galerieansicht, damit es diese Kärtchen hat. Und auf den Kärtchen selber sind einfach die Metainformationen, die ich brauche, um mich entscheiden zu können, ob ich da mitmachen möchte. Das heißt, wir haben einmal, um welchen Lernpfad es sich handelt, Getting Things Done oder Wohl, also die echten sind die Wolls hinten. Das habe ich jetzt nur zur Veranschaulichung reingemacht. Man sieht, ist der Circle noch offen, sucht er noch Mitglieder? Ist der Circle schon komplett oder eben auch wie in der letzten Iteration, die sind durch, das ist auch abgeschlossen. Dann sieht man die Mitglieder, auch da war es uns wieder wichtig, dass wir eine Möglichkeit haben, Gesichter zu zeigen, dass man auch diese Vernetzung wieder fördern kann. Hier sieht man meine Kollegin Ute, die auch hier im Call mit ist, die auch mit an dem Ganzen gearbeitet hat. Und wir haben den Titel, die Anzahl der Mitglieder, die man sich wünscht. Und je nachdem kann man auch noch angeben, einen Startzeitpunkt oder auch den Ort, also soll es online stattfinden oder an einem Standort selber. Und die Sprache, da wir mehrsprachig im Unternehmen sind. Wenn ich jetzt einen Circle suche, dann habe ich hier oben auch nochmal beschrieben, wie ich vorgehen kann. Also erstmal schaue ich, ob es denn einen Circle gibt, wo ich mich einfach eintragen kann. Oder aber, wenn es keinen passenden gibt, dann kann ich auch meinen eigenen Circle gründen, also auf diesem Circle Finder abbilden. Hier gibt es noch ein Video, was das Ganze erklärt, wie das funktioniert. Es lädt gerade nicht rein, aber es ist ein Stream-Video, was hier eingebunden ist. Und ich zeige euch jetzt gerade, was ich in dem Video erkläre. Also wenn ich jetzt hier sehe, Getting Things Done ist auch etwas, was ich machen möchte. Ute sucht auch noch weitere KollegInnen. Dann kann ich einfach hier draufklicken und gehe in den Bearbeitungsmodus und habe hier Felder, die Pflichtfelder sind. Die hat sie schon ausgefüllt. Ich muss jetzt eigentlich nur noch hier unten meinen Namen eintragen und mich hinzufügen. Das speichern. Und wenn ich gerade nochmal neu lade, müsste ich hier auch vorkommen. So, schauen wir mal, ob es geklappt hat. Nein? Okay. Vorführeffekt. Ja, voll. Okay, komisch. Nochmal kurz hier laden, vielleicht hat es einfach noch nicht gegriffen. Jetzt aber. Na gut. Genau. So wäre jetzt der Vorgang, wenn ich mich dazu eintrage. Das, was wir noch nicht haben, müssen wir mal schauen, dass wir da vielleicht noch eine Automation hinterlegen können. Das muss ich noch prüfen, ob es geht. Momentan ist es nicht so, dass Ute automatisch informiert wird, sondern ich müsste jetzt nochmal auf sie zugehen. Ist aber auch ein schöner Moment, um sich ja, in Kontakt zu setzen und in Verbindung zu treten. Das wäre aber jetzt nochmal so eine Idee, das auszubauen. Wenn ich jetzt keinen Circle habe, der für mich passt, weil sie möchte schon im August starten und da bin ich noch im Urlaub, dann kann ich auch ein neues Element anlegen, also ein neues Kärtchen anlegen und habe jetzt hier, wie gesagt, ein paar Pflichtfelder. In dem Fall wähle ich aus, worum es sich handelt. Getting Things Done. Ich suche Mitglieder, daher ist er offen für Mitglieder. Getting Things Done ab September. Ich könnte jetzt noch eine Beschreibung reinmachen, kein Pflichtfeld. Ich möchte lieber eine kleinere Gruppe, da ich weiß, dass mein Kalender immer voll ist. Starten möchte ich im September, ist auch kein Pflichtfeld, aber ist ungefähr der Zeitraum. Mir wäre online am liebsten und Sprache sehr gerne auf Deutsch. Jetzt muss ich auch hier mich noch eintragen, das nimmt es nicht automatisch. Und
Dann sind ja dann automatisch die Office-Profile, oder? Genau, genau. Ja. Das sind die Delve-Profile, genau. Genau. Und dann habe ich hier meinen Circle. Von der Anordnung her haben wir das jetzt so, dass die Geschlossenen ganz hinten sind. Also hier geht es weiter mit denen, die schon durchgeführt haben. Dann kommen die Kompletten, dass man einfach sieht, da ist auch ein bisschen was los. Und dann die Offenen. Wir haben es im Moment, weil wir es erst mit Woll durchgeführt haben und noch nicht mit anderen Lernpfaden, haben wir jetzt alles noch auf einer Seite, sag ich mal. Aber wir haben die Möglichkeit, wenn wir es merken, mit Getting Things Done und Community Management brauchen wir wie nochmal eine Filterung. Kann man das auch hier nochmal einrichten, dass ich nicht nur alle Circle habe, sondern hier quasi nochmal Filter habe auf die einzelnen Lernpfade. Das ist auch etwas, was jetzt mit uns hier wachsen kann. Aber ich denke, das ist schon mal eine gute Basis, um überhaupt sich irgendwie zusammenzufinden. Cool. Wollen wir, weil es gab ein paar Fragen schon online und auch offline. Machen wir eine Fragerunde, oder, dazu? Machen wir Georg? Christoph erst. Oder Christoph erst? Ja, nur ganz kurze Frage, die Circles, das ist, also man kann nur Circles neu aufsetzen für Themen, die ihr schon dafür freigeschaltet habt, oder könnte man auch einen Circle zu einem ganz neuen Thema jetzt aufsetzen? Könnte man auch, also wir haben es im Moment noch, weil wir haben auch nicht den Traffic im Moment auf andere Themen, es ist wirklich, wir sind sehr fokussiert mit Woll reingegangen, aber ich habe jetzt mal hier noch dieses Sonstiges, weil ich nicht alles auflisten wollte, sind halt doch sehr, sehr viele Lernpfade, da kann man es dann im Titel zum Beispiel noch mal etwas präzisieren. Genau. Aber darf wachsen. Also auch da können wir mehr Sachen dann anlegen. Okay, Georg von der T-Systems. Meine Frage wäre, aus welcher Position oder Rolle heraus machst du das? Ist das ein formelles Angebot? Ist das von der Firma ja quasi offiziell den Mitarbeitenden zur Verfügung gestellt und werden die auch aufgerufen, daran teilzunehmen während der Arbeitszeit etc.? Also ist das ein komplett formelles Programm? Oder ist das einfach ein SharePoint, wo halt Leute sich treffen und irgendwo in Pausen zwischen der Arbeit irgendwie einloggen können und ihre Kreise machen können? Mhm. Ja, gute Frage. Es ist ein informelles Angebot, das wir aber allen zur Verfügung stellen. Also wir sind von HR. Wir stellen es allen zur Verfügung. Wir haben die Lizenzen für unsere Kollegen. Also jetzt im Bereich von Woll, bei den anderen ist es nochmal anders. Die Idee ist, sie zu ermutigen, andere Lernmöglichkeiten zu entdecken. Was wir aber machen, ist es, weil ich vorhin sagte, wir kanalisieren das auch und haben das jetzt bisher mit Woll gemacht und machen das jetzt auch mit ausgewählten anderen Pfaden, ist eher, um ein bisschen mehr Energie auf das Thema zu bringen, um mehr Sichtbarkeit fürs Thema zu bringen und auch um eine Gruppe gemeinsam starten zu lassen, weil wir uns dadurch erhoffen, dass es nochmal leichter fällt, dran zu bleiben und die Community dann auch in Yammer nochmal besser begleiten kann, beziehungsweise wir auch mit Events drumherum. Also es ist eher, dass wir, sag mal, eine Masse im Unternehmen, einfach querbeet, wer Bock hat auf das Thema, mitnehmen und da versuchen reinzubekommen. Aber es ist letztlich ein freiwilliges Angebot, es ist ein informelles Angebot. Wir haben im Unternehmen die Möglichkeit, nicht in allen Ländern, aber bei uns in der Schweiz haben wir die Möglichkeit, Lernzeit auch zu nehmen, die man dann natürlich hierfür auch verwenden kann. Noch eine kleine Nachfrage. Die Lernpfade, sind die dann, sind das offizielle Lernpfade oder ergeben sich die von selbst jetzt? Community Management etc. Gibt es vielleicht auch ein Zertifikat am Ende? Nein, das haben wir nicht. Zertifikat haben wir nicht. Also bei Woll sind es die offiziellen Woll-Guides. Bei Community Management hat Ute gerade den Lernpfad von LernOS etwas verkürzt auf 8 Wochen, also da haben wir noch mal ein bisschen dran rumgemacht. Und bei Getting Things Done ist es auch noch mal eine Veränderung des Lernpfades, wie es bei LernOS zu finden ist. Das sind die 3, die wir aktuell haben. Also wir haben es da noch mal verkürzt, genau. Miriam hatte sich schon gemeldet. Miriam, erstmal online. Genau, vielen Dank. Und vielen Dank auch an dich, Sandra, für das tolle Beispiel. Ist sehr anschaulich. Genau, meine Frage war, du meintest jetzt gerade schon, das war ein informelles Angebot und es läuft komplett selbst organisiert. Das heißt, es gibt in den Circles selbst niemanden, der irgendwie facilitated oder irgendwie die Pitstops moderiert. Oder wie läuft das bei euch ab? Also verteilt ihr Rollen innerhalb der Circles? Und dann interessiert mich noch, wie läuft dieses Zusammenspiel zwischen der Yammer-Community und den einzelnen Circles?
Ja, also vielleicht muss ich da nochmal unterscheiden. Also die Lernpfade können Sie immer machen, wann Sie wollen. Das ist das informelle Angebot. Wir versuchen nur, mehr Leute dahin zu bekommen, es gleichzeitig zu starten. Und da kommen wir rein. Und das heißt, sowohl ein Kickoff-Event, das haben wir organisiert. Wir haben zwei Pitstops organisiert und ein Abschluss-Event. Das kam von uns, wo wir quasi den Rahmen bieten. Genau. Zu YAML kann ich gerade nochmal zeigen. Also das Zusammenspiel ist eigentlich, dass wir hier die Masse an Menschen, die wir in einen Pfad reinholen, zum ungefähr gleichen Zeitpunkt, hier nochmal bespielen können. Und unsere Idee ist, dass sie dann auch Circle übergreifen, also über ihren kleinen Circle hinaus mit anderen Circles nochmal stärker in Austausch kommen. Wie gesagt, das ist nicht so massiv viel Diskussion. Ich muss mal gucken, ob ich gerade was finde, wo es eigentlich ein sehr schönes Beispiel war. Ich finde es, glaube ich, gerade auf die Schnelle nicht, weil wo wir nach Lösungen gesucht haben, es kam in einem Pitstop auf, dass einfach nie genug Zeit da ist, um sich mit den Themen zu beschäftigen. Und dann haben wir nach Lösungen gesucht, wie es denn möglich ist, es doch in seinen Alltag einzubringen. Und da sind einfach ein paar schöne Beispiele gekommen. Aber vielleicht magst du auch was ergänzen, Ute? Also, muss ich. Ja, also die Schwierigkeit war einfach, das liegt daran, dass wir eben nicht die Zirkel zugeteilt haben und gesagt haben, so ein gemeinsamer Startmoment, das ist alles Mitte Februar. Dadurch sind sie sehr unregelmäßig losgelaufen. Also je nachdem, wie schnell sie dann Termine gefunden haben, haben wir eine große Zeitverzögerung zwischen den einzelnen Circles gehabt. Und eigentlich war gedacht, Yammer enger zu begleiten, also enger an dem Thema, wo sie auch gerade beschäftigt im World Guide. Aber wie gesagt, dadurch, dass sie so unterschiedlich losgelaufen sind, war das wirklich eine Herausforderung zu finden, wer jetzt gerade wo steht. Deswegen haben wir die Pitstops immer wie als Aufschlagmoment genommen, das, was Sandra eigentlich schon erklärt hat. Also wir haben versucht, das, was wir in diesen Reflexionsrunden praktisch im Boxenstopp rausgefunden haben, dann nochmal zu thematisieren und da so ein bisschen wieder Angriffspunkte zu finden. Aber ich denke, für eine nächste Iteration ist es schon, muss ja mal wie relevanter werden für Sie in dem Moment oder in der Phase, wo Sie sich auch gerade befinden. Ich habe im Slack gerade gelesen, die Würfelmikros übertragen nicht. Hört ihr uns schlecht hier im Raum? Nee. Okay. Alles klar. Und vielleicht nochmal ganz kurz auf die Frage. Entschuldigung, ja. Vielleicht nochmal ganz kurz auf die Frage, Alleinlaufen als informelles Angebot oder wir steuern das von HR. Das ist unterschiedlich auf den Guide, oder? Also wir stellen mehr oder weniger den Link zu den Guides her. Also möchte jetzt jemand Podcasting lernen, dann kann er das tun. Aber wir, ich sage jetzt mal aus HR, wir pushen nicht den Pfad Podcasting. Also wir pushen Woll, wir pushen Getting Things Done und als nächstes Community Management, weil da die strategischen Themen sind, wo wir einen gewissen Impuls in die Organisation geben wollen. Aber wer auch immer jetzt Sketchnoting oder so lernen möchte, den schleusen wir über diesen Hub praktisch dann auf die Lernäußerungen. Okay, Andreas von der DATEV. Also eine Frage wurde jetzt schon beantwortet zum Thema mit den Communities. Ich wollte jetzt noch fragen, habt ihr dann quasi eine Community für die ganzen Circles oder wird dann auch immer, wenn jetzt ein neuer Circle entsteht, nochmal eine Community irgendwie erschaffen und tauschen sich da die Teilnehmer dann nochmal aus? Und ich glaube, jetzt hast du es gerade noch angesprochen, so mit dem Thema ja, Verbreitung. Also ihr seid jetzt nicht so in diesem, wir pushen jetzt alle Infos, jetzt gibt es wieder was Neues, einen neuen Cycle. Genau, wenn du dazu noch was jetzt sagen könntest. Genau, also wie gesagt, wie wir gestartet sind und wir haben bisher einen Durchlauf jetzt mit Working Out Loud gemacht. Von dem her ist jetzt mal die Idee gewesen, alles auf einer Yammer, in einem Yammer zu haben. Es kann jetzt durchaus sein, dass man merkt, da ist so viel los, dass es Sinn macht, das zu trennen. Also ähnlich wie auch beim Circle Finder, dass wir uns offen halten, das darf wachsen. Jetzt für den Start haben wir es so, dass wir tatsächlich jetzt auch, wenn jetzt Getting Things Done und Community Management starten, beziehungsweise für Community Management gibt es auch nochmal eine eigene Gruppe. Aber für Getting Things Done, da würde das auch erstmal hier in der Gruppe laufen. Wenn wir merken, dass gibt Verwirrung, gerade auch, weil es gerade zeitgleich wieder läuft, dann ist es sicherlich nochmal eine Überlegung wert, das auch zu trennen. Sehr gut. Alles klar, da haben wir eine Frage noch online vom Stefan Bohr und dann würde ich dir das gerne wieder klären. Ja, hallo, hier ist der Stefan.
Wo steht ihr denn in eurem wo steht ihr vom Entwicklungsschritt? Ihr habt jetzt beschrieben, ihr habt jetzt mit den typischen methodischen LernOS-Circles angefangen. Ist bei euch denn auch geplant, dass sich die Kollegen dann über Community Management weiter fortbilden und dass ihr dann, sagen wir mal, in ein, zwei Jahren auch eigenständige oder dass ihr dann eigenständig auch fachliche Lernpfade entwickelt und dass ihr darüber dann euer Community Management verbessert? Puh. Habe ich zu keine Überlegungen in der Form. Ich weiß nicht, ob ihr euch dazu Gedanken gemacht habt, Ute. Also im Moment ist es schon eher gedacht, dass sie es durchlaufen, um sich abzuskillen. Mhm. Und es ist nicht die Erwartung da, dass sie daraus dann selber etwas, also Guides oder sowas erstellen. Das ist nicht da. Natürlich, wenn ich das Community Management durchlaufe, ist schon die Idee da, dass ich dann einfach auch mehr Handwerkzeug habe, um eine Yammer-Community zu managen. Also der Gedanke ist natürlich da, also dieser direkte Outcome. Aber dass sie darüber hinaus dann noch was entwickeln müssen, ist jetzt erstmal so nicht gedacht. Okay, danke. Okay, super. Sandra, danke dir. Wenn du magst, falls die Leute noch Fragen im Nachgang haben, soll ich dich in das Slack-Netzwerk noch einladen, weil du warst bisher nur für die Session mit drin. Dann könnten sie dich anschreiben. Ja, natürlich, sehr gerne. Mach das im Nachgang. Super. Okay, danke für den Teil. Dann würde ich das mal gerade wieder klauen. Jetzt wollen wir noch so ein bisschen drauf schauen, wie könnte denn tatsächlich so eine, also was müssten für Inhalte in so eine Landingpage, in so eine SharePoint-Seite rein? Passen. Ich würde es gerne so machen, ich habe hier in dem Session-Bereich, in dem Whiteboard, so eine Abstimmungssektion eingefügt. Das heißt, hier seht ihr diese weiße Fläche. Wenn ihr jetzt in das Concept-Board mal geht, ich würde gleich so einen Timer uns dann stellen, wenn alle da sind oder viele da sind, das sieht man ja an den Mauszeigern, wer da gerade ist, postet einfach in die weiße Fläche kleine Post-its rein, wo ihr sagt, das gehört auf jeden Fall rein. Also zum Beispiel kurzes Infovideo oder Erklärtext oder Basispräsentation für Abteilungsleiter oder Testimonials. Also alles, was euch so in den Kopf kommt, was da rein könnte. Weil dann können wir im nächsten Schritt, würde ich dann so eine kleine Abstimmung starten und dann können wir voten auf den Einzelnen. Dann kriegt man so eine Art Ranking für die Inhalte, die da reingehören. Und auf der Basis wird man dann sozusagen den ersten Prototyp mal bauen und den euch auch ins Feedback geben. Ich teile nochmal gerade neu. Dann stelle ich uns einen Timer. Hier ist der Timer. Mit STRG-D könnt ihr eure Post-its duplizieren. Kurzer Tipp. Kleiner Bug-Hack. Das Post-it markieren und STRG-D, ne? Ja, genau. Ja, super. So. Genau, hier läuft ein kleiner Countdown. Falls jemand mit mobilen Gerät, also jetzt ein Handy oder so da ist und nicht aufs Konzeptboard schreiben kann, entweder ihr postet es im Chat, dann kann ich es übertragen. Oder ihr ruft es mir zu und dann schreibe ich es rein. Bist du im Slack? Kann man im Slack im Kanal allgemein? Und das wird man das Programm, das ist fein. Ja, so,
Braucht noch jemand den Link zum Concept Board oder sucht den? Oder braucht Hilfe, wenn man hinkommt? Da hat jemand seinen iPad-Stift ausprobiert. Kurz ausgeflippt. War das jemand im Raum? Dann könnten wir es wieder löschen. Also ihr müsst für die Abstimmung dann, ihr müsst Post-its quasi drauf machen. Ne? Für die Abstimmung gelten alle, wo jetzt so schwarz-weiße Haken dann dran sind. Wenn man was im Stift drauf schreibt. Oder wenn das Post-it nicht ganz im weißen Bereich ist, ne, da unten, wo die Kunstakademie ist, da ist so ein gelbes, da ist kein schwarzer Haken dran. Schon deutet die Seite, wo die Sonne drauf kommt. Also der Raum jetzt im Vergleich zum Großen ist schon so ein Schiff. Ich kann in der Zeit kurz Feedback geben von der Erfahrung in der Telekom. Gerne. Und zwar, ich treibe bei uns ja das Thema Magenta-Wiki, also die Wikipedia-Experience. Und bin da über unendlich viele Lernformate, Plattformen und so weiter bei uns gekommen und habe dann einfach eine Liste der Learning-Formats angelegt. Einfach, wo ich drüber gestolpert bin, das abgelegt, um selber überhaupt irgendwie noch nachvollziehen zu können, was ich wann irgendwann mal wo gesehen habe. Und das Interessante ist, diese Liste ist natürlich nur ein Bruchteil, aber die ist jetzt schon mega, mega lang. Also insofern, ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Die Telekom ist natürlich sehr groß und sehr komplex und so weiter. Vielleicht ist das da auch nochmal ein Sonderfall. Aber aus dem Bedarf nach Lernen sind inzwischen an so vielen Orten so viele Lernformate und auch tolle Formate entstanden, dass ich nur Awareness dafür schaffen wollte, dass diese Plattform tendenziell relativ groß werden wird oder dass diese Liste relativ lang werden wird. Ja, ja, cool. Guter Hinweis, dass man gleich irgendwie so das Thema Skalierung, wie kann das wachsen, ohne unübersichtlich zu werden, mitdenken. Ja, absolut. Und auch diese Clusterung. Also was sind zum Beispiel Peer-to-Peer-Formate? Was sind asynchrone Formate und so weiter? Also diese Kategorisierung kommt dann ja rein, wenn die Anzahl steigt. So, das ist abgelaufen. Wenn ihr noch gerade eine Karte fertig schreiben wollt, könnt ihr gerne machen. Ja, Benedikt, du bist unten bei so einer blauen Karte, da steht noch nichts drauf. Weiß ich nicht. Nee. Ich sehe nur deine Maus da. Nee. Wem gehört die blaue da unten? Und die türkisene daneben? Unten auf 6 Uhr. Wenn es niemand gehört und niemand mehr schreibt, würde ich sie rauslöschen, dann sind es Artefakte. Genau, so. Ich habe jetzt hier oben, habt ihr vielleicht gesehen, 3 Stimmen. Also ihr könnt im Prinzip, wenn ihr auf dem Board seid, jetzt sozusagen voten, wenn ich das starte. Jeder kann 3 Stimmen abgeben. Moment. Genau. Aber jetzt geht es. Ne? Das heißt, die einzelnen Karten haben jetzt so ein Plus und Minus. Ihr könnt die häufeln, wenn ihr sagt, ihr seht da irgendwie eine Karte, wo ihr sagt, das ist super wichtig. Das braucht es auf jeden Fall. Ihr könnt die verteilen. Ihr könnt 2 Stimmen auf 1 setzen und eine Stimme woanders hin vergeben. Klappt das, Paul?
Das, Daniel, man sieht die noch nicht, ne? Erst wenn ich stoppe, sieht man das Ergebnis. Ha? Nee, ich meine, weil du, ich dachte, du schaust jetzt so, wo vielleicht Zahlen entstehen oder so. Nee, ich muss das Worten erst stoppen, damit die Leute sich nicht gegenseitig beeinflussen können, wenn man abstimmt. Also, dass man nicht sieht, wo schon, dann könnte man ja taktisch abstimmen. Aber wahrscheinlich gibt es in Slack jetzt überall so Back-Channel-Chat, so, stimmst du da, stimmt. Okay, wir haben 3 Minuten noch, haben alle ihre Stimme abgegeben? Sehr schön. Dann, Voting für alle beenden. Genau, also was haben wir da? Wir haben mit 7 Stimmen am meisten anschauliche Liste für die Cycles. Damit ist wahrscheinlich gemeint die Lerncircle, die es gerade gibt. Also das, was Ute und Sandra erklärt haben, oder? Ja, also ich habe das reingeschrieben. Ja. Ich finde es halt immer echt gut für den Anwender, wenn es halt einfach, wie jetzt die Galerieansicht da war, zum Beispiel mit vielen Kategorien, dass man es auch gut filtern kann und so ja. Was. Sowas finde ich ultra hilfreich für die Leute. Ja. Und man kann da übrigens auch, wir haben das damals am Learner's Rocket Deck gemacht in der Dativ, kann man dann sehr viel rumarbeiten mit JSON, also es ist so eine kleine Programmiersprache, die in SharePoint Standard ist und da kannst du halt noch voll viel anpassen, optisch, eigentlich alles Mögliche. Und es schaut dann auch richtig gut aus und es ist unglaublich hilfreich. Für die Anwendung. Mal schauen, dass man in die Templates auch so eine quasi ein Template kriegt, mit dem man so eine Microsoft-List einigermaßen schick aussehen lassen kann. Ne? Genau. Gibt es auch so eine, auf GitHub so eine Datenbank, wo schon Leute so Vorarbeit gemacht haben. Ja, super. Und lauter. Jetzt werden in Slack den Link stecken. Kann ich mal machen, Das wäre gut. Ja. Genau, was haben wir noch? Wir haben hier oben kurze Videos mit 4 Stimmen. Also es gibt relativ viel mit 4. Link zu kurzen Videos von Success Stories. Simple Navigation auf der Seite mit Icons. Okay, grafisch. Moment, ich muss ein bisschen kleiner machen. Touchpad. Inhalte zu, was kann ich hier erwarten? Video wäre auch cool. Genau, so ein Kurzvideo. Circle für diejenigen, die Plattform aufgebaut haben mit Peer Group. Ja. Genau. Also für mich sieht es so aus, als ob man eigentlich schön so ein Top 5, 6 Features irgendwie hätte. Nachdem wir jetzt aufs Ende zugehen und nicht überziehen wollen, sage ich euch, was wir jetzt damit weitermachen. Also wird das jetzt im Nachgang mal auswerten und mal so runterschreiben, was so die Elemente für so eine Seite sein könnten. Und ich denke, sagen wir mal so in 2-3 Monaten beim Community Call wird die Zeit sein, wo man dann mal was zeigen kann. Wir werden auf Connect auf der Community-Plattform, da poste ich dann auch in den Slack-Kanal den Link noch, werde ich mal so einen Post anlegen, wo das dann nach der LostCon auch weitergehen kann. Also wer sich mit einklinken will nach der Session, gerne. Wer Sachen hat, die man beisteuern kann, ne, so haben wir schon gemacht, interessantes JSON, da sind wir in die Falle getreten, passt da auf. Ne? Also was wäre spannend, damit anzureichern. Und dann denke ich, wenn man so, August ist immer eine schöne Zeit, um an sowas zu arbeiten, im September beim Community Call oder Oktober dann mal so einen ersten Prototypen mal zeigen. Ne? Okay, super, dass ihr dabei wart. Vielen Dank. Und vielen Dank online. Ich hoffe, es war für euch okay und ihr habt euch auf Augenhöhe gefühlt. Und viel Spaß dann in den nächsten Sessions.